Willkommen zurück hier bei House of the Ashes. Wir sind ziemlich ausgedünnt. Wenn du auch nur versuchst, Oh, mich jetzt zu redet er mir rein. verarschen, ich schwöre dir, den Versuch überlebst du nicht. Ich töte Vampire. Denkst du, Marines machen mir Angst? Okay, jetzt hat er schon sich auf Vampire festgelegt. Da, so weit waren wir jetzt noch nicht. Aber. Na gut, er kennt sich aus. Aber was mir aufgefallen ist, also ich habe ja den Typen hast du ja gespielt. Ich finde ihn eigentlich sehr vernünftig. Also ich weiß ja nicht, was da abgelaufen ist, aber der scheint ja schon darauf aus zu sein, das hier zu überleben. Ne? Er sucht halt auch Der Scheiße. Selim, Sieht wie die ne? einzige Chance aus. Ja, der will zu seinem Einer Sohn hält das einfach Tor nur. auf. Der andere schlüpft durch. Ja, der ist nicht so voller Hass, ne? Okay, der Rücken. Ich halte gut, kommt wieder das durch, ich lass los. Und jetzt los! Los! Ja klar. Und schon sind wir getrennt. Perfekt. Alles okay? Perfekt genau. Was glaubst du denn? Es ist blockiert. Was hat Ich er muss denn einen gedacht, dass anderen Hulk finden. das Ding alleine hochhält? Hätten sie mal das Rohr drunter legen können. Das war jetzt aber auch mega dämlich. Hier geht es durch. Aber ich Oh. muss meine Seite freiräumen. War Ach, das nicht schnell! irgendein. Das war Sie könnten irgendeine überall Szene. sein. Das war doch irgendwas. Hast du eine Idee, womit wir es zu tun haben? Fledermäuse. Das sind Vampire. Unmöglich. Mein Vater sagte, wenn es nach Scheiße aussieht und nach Scheiße riecht, Hm. musst du es nicht auch noch probieren. Glaub mir, das sind Vampire. Wir müssen zusammenarbeiten, um sie zu besiegen. Ja, sieht langsam wirklich so aus. Geh durch! Ich glaube, da wird einer drunter durchgezogen. Irgendwas war da. Oder verwechsle ich jetzt diese Prophezeiung? Und es war. Also, das sah knapper aus. Danke. Ja, gut. Das wäre auch ein schnelles Ende gewesen. Wo ist diese Rachel jetzt eigentlich? Nick ist ja verschollen, aber wo Rachel hin ist, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Was wirst du als erstes tun, wenn wir es hier rausschaffen? Meinen Sohn umarmen. Und du? Steintafel? Ja. Prophezeiung. Achtung, fertig und. Achso, nee. R32. Das hört sich an, das sind hier so Sachen wie. Wie heißt das? Schiffe versenken. Was war das denn? Ach, du hast ja auch ein Tagebuch wieder gefunden. Jetzt stehe ich so neben dir und warte, bis du wieder vollendet haben willst. Ja, ich Richtig sehe deine böse. Waffe da. Ja, Hältst du ich stehe schön dir auch dahin, ne? richtig. Ich halte Sicherheitsabstand. Ja gut, dann ja. Kannst du. Warte, ich leg das hin, damit du es dann wieder. Nee, du kannst mir das ruhig Achso, in die Hand geben. okay. Dankeschön. Ich dachte, dass ich das erstmal dir dann dahin lege. Du wirkst eigentlich ganz in Ordnung. Also sag es mir. Warum hast du für Saddam gekämpft? Antwortet nicht. Antwortet einfach nicht, nee. Ist ihm peinlich jetzt so Einfach im Nachgang. ignoriert. Im Nachgang ist das ihm schon ein bisschen unangenehm. Oh, hier ist eine Steintafel. Wo bist du? Oh. Okay. Wo bist du denn? Ich bin um die Ecke gegangen.
Wo bist du? Hier, hier, hallo, hier. Dreh dich mal um. Ja. So. Okay. Und kam hier rein. Da nicht her? Weiß ich nicht, aber da hängt eine Steintafel. Hier links an der Wand. Kannst du dir mal angucken. Sehr interessant. Oh, ja, super. Du wirfst das Ding. Wie Thor seinen Hammer. Hm. Ja, gut. Dann mal weiter. Am geilsten finde ich, dass ich einfach meinen Kruzifix gezeigt habe, statt auf den zu ballern. Mhm. In der Hoffnung, dass mein Kreuz irgendwas bewirkt. Dein Freund Nick. Ich muss zugeben, ich habe nicht nachgedacht. Ich habe mit Kruzifix gehofft, dass er dieses komische Ding zeigt, was ich vorhin aufgesammelt hatte, was der Affenkopf-Typ ja dabei hatte, weißt du? Ja, aber das hat er ja immer noch zeigen. Dabei gehabt. Was ja, bedeuten das die wollte Symbole ich auf deiner Mütze? Um die Toten zu ehren. Deshalb kämpfe ich. Ein Grund ist wie der andere. Es ist ein guter Grund. Der einzige Grund. Ich habe kein Problem mit dir. Dann hast du wohl irgendwas verpasst. Also, es gab mal einen Mann, der baute sein Haus am Flussufer. Jetzt kommt wieder eine Geschichte. Als spülte sie die Wände weg. Als die Dürre kam, trocknete der Fluss aus und er hatte Durst. Insekten stachen den Mann andauernd. Aber jede Nacht sagte er seiner Frau, wir haben so viel Fisch. Dein Volk wollte diesen Krieg, Jason. Du solltest einfach mal die Klappe halten. Wir haben so viel Fisch. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Du kannst trotzdem ertrinken. Also Dursten. Ja, hab ich verkackt. Super. Jetzt sterben wir wegen mir. Toll, Dennis. Ja, keine Ahnung. Ja, du kannst ja jetzt deinen Speer werfen. Da trifft man jetzt eine Entscheidung. Mach jetzt das scheiß Tor auf! Okay, versuch ich's halt doch mal. Diesmal hat's geklappt. Das ist aber ganz schön dicht jetzt. Danke. Aber die Tür ist auf. Oh, nochmal ausgewichen. Messerattacke. Jawohl. Oha. Ist tot. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Na, dann lass uns mal entspannt weitergehen. Ich würde ihn gerne nochmal angucken. Mhm, ganz schön groß. Hm. Naja. Und sein Arm ist im Stein. Naja. Er liegt hier einfach wie reingebackt. Eine Grabstätte. Ist ein Loch. Hier auch. Ja, kann man nicht reinfallen. Sonst wäre ich reingefallen. Nee. Da drüben ist auch ein Loch. Ich bin genau drauf zugelaufen. Aber auch geile Info. Man kann nicht reinfallen. Ich so, woher weiß er das? Soll ich jetzt ausprobieren?
So, das ist also so eine Info, wo du dann denkst, das probiere ich jetzt aus. Und jetzt wäre ich beinahe reingekommen. Okay. Leise, leise. Er mit seinem Feuerzeug da. Ist wohl eine Krankenstation. Könnte nützlich sein. Wenn du 60 Jahre altes Dynamit einpacken willst, dann bitte. Hier gibt's doch Chemiewaffen, oder? Ein Bild. Autopsie wieder. Große Mengen Blut im Magen. Analyse der Blutprobe zeigt hohe Adrenalindichte. Ernährt sich der Organismus von Angst? Jagt Opfern Angst ein. Adrenalin wird ausgeschüttet. Angriffe? Fragezeichen. Okay, also wenn wir keine Angst haben, dann lassen die uns in Ruhe oder was? Wer ist das denn hier? Der sich nicht gleich bewegt, dann weiß ich auch nicht. Ah, okay. Ja, kann sein. Dass wenn man entspannt bleibt, dass nichts passiert. Willst du einen Witz hören? Niemals. Was ist das? Was immer die Viecher sind. Sie trinken Blut. Vampire. Nein, nicht nur Blut. Adrenalin. Sie ernähren sich von der Angst ihrer Opfer. Das kriegen sie echt gut hin. Was haben die hier gemacht? Experimente? Auch wieder so eine Krankheitsgeschichte. Der Klassiker. Das hab ich schon. Höhlen. Was immer da unten ist, die Forscher waren zuerst da. Warte mal kurz. Was machst du da? Denkst du, sie leben noch? Das lässt hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das war ein Wasserfall. Was ist da denn schon wieder? Gleich kommt es. Bald finden wir das Tor zur Hölle. Gleich kommt die Betthöhle, schön. Schöne Wundertüte hier. Hä, was macht ihr hier? Wie seid ihr hier reingekommen? Alfred, was habt ihr da? Was hältst du davon? Sowas habe ich noch nie gesehen. Siehst du das Aufzugskabel? Sie müssen runtergegangen sein. Aber wohl nicht mehr nach oben. Die Seilwinde sieht gut aus. Nein. Nein? Wir gehen da nicht runter. Die Archäologen saßen da fest. Was sagt ihr das? Wir sind keine Archäologen?
Unsere Welt ist da oben und nicht da unten. Tja, eine Monsterarmee steht zwischen uns und da oben. Sie kommen. Starte es. Du spinnst. Die Vampire kommen garantiert von da unten. Willst du sie auf ihrem Boden bekämpfen? Das habe ich, seit ich in diesem Land angekommen bin. Bring den Aufzug zum Laufen. Hm. Das finde ich allerdings auch nicht so schwer. Statt der Sonne nicht zu suchen und nach oben zu gehen, gehen wir jetzt in den grünen Nebel. Ja, super Idee, in den grünen Nebel auch. Das sieht auch total nicht gefährlich aus. Nein, oh, der Aufzug ist auch richtig super. Und die Ketten, die wahrscheinlich schon seit 2000 Jahren sind. Oh, da würde ich einsteigen. Stimmt. Ja. Klar, schnell rein. Dann. Schnell rein, das ist absolut sicher. Unten, schneller, hüpf ein bisschen, dann geht's schneller. Mann, ist das sicher. Pass auf, und gleich ist das so Gas und die Flamme, die da als Kerze, als Lampe drin ist. Dann bumm. Spiel zu Ende. Ein uraltes Grauen wurde aus seinem Schlaf erweckt und giert jetzt nach Blut. Wie viele die Schatten wohl verschlungen haben. Rachel hat zurück ans Licht gefunden. Schade, dass ihr Mann nicht dort war, um sie zu empfangen. Nur ein Name steht im Buch. Das ist zu verschmerzen, in Anbetracht der Umstände. Hoffen wir mal, dass Sergeant Kay nichts Bedauerliches ereilt hat. Wen der Abgrund verschlingt, kann selten davon berichten. Und Jason und Salim, Erzfeinde, die das Kriegsbeil nicht begraben können. Außer das Bein ist im Rücken vergraben. Ich möchte ja kein schlechter Gastgeber sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Ich warte dann hier, um ihre geretteten Schützlinge zu begrüßen. Oder um ihre Überreste zu vergraben. Ja, da haben wir früh einen Mann verloren, ne? Was ist denn jetzt los? 3 Wochen vorher. Nochmal? Himmel, Eric, wie oft denn noch? So bin ich. So gehe ich damit um und ich habe es satt, dir das erklären zu müssen. Ja, ja, das ist jetzt mein Leben und ich lebe es, wie ich es will. Halt, was war das eben? Jetzt nicht? Ja, es passt mir jetzt gerade nicht. Ich bringe nur die Akten, die Sie wollten. Nicht jetzt. Ich sagte nicht jetzt. Ich wollte Sie nicht ärgern. Ach, schon gut. Mir scheint, wir alle hier, wir laufen wohl alle vor was weg. Ich kann's bestimmt. Sie waren in den Checkpoint-Mist verwickelt. Die erschossene Frau. Schon okay. Ich bin für Sie da. Es ist. Jeder scheint eine Meinung dazu zu haben. Ich komme damit klar. Auf meine Art. Ach ja? Sie haben genug Sorgen. Und wer auch immer das war, er klang, naja, wie ein richtiges Arschloch. Was immer es ist, sie regeln das. Nackt. Oder fragen Sie. Und ich helfe Ihnen damit. Ach, er lebt noch. Guck mal. Nee. Doch. Das war eine wichtige Rückblende. Naja, die war super wichtig. So, du bist Rachel, ich bin Nick. Beherrsch dich.
Jason? Jason, bist du da? Nick, ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, du wärst tot. Oh, doch, da. Da kann man nicht reinfallen. Moin. Los, schnell! Zeig ihm doch dein Kruzifix. Echt? Oh, der ist aber schnell. Hat aber auch Bock zum Laufen. Die Sprengfalle am Boden. Mhm. Gefährlich. Da drüben! Wir warten auf jeden Fall. Rennen oder schießen? Rennen oder schließen? Rennen. Würde ich auch sagen. Schießen bringt nichts, haben wir ja schon gemacht. Schließen. Ach, schließen? Hey, vor 3 Wochen war ich aber noch ganz cool. Helfen. Was? Ui. Sind wir ihn erstmal für 5 Minuten los? Das glaube ich auch. Wir konnten da nicht runterfallen, du Lappen. Das stimmt, sonst wäre ich da unten. Sonst wäre... Und jetzt liegt er da nicht mehr. Nee, der ist weg. Na klar, voll mystisch. Und doch. Und jetzt zuckt er gleich. Na klar, als ob irgendjemand dachte, dass er tot wäre. Da müssen sich aber was Besseres einfallen lassen. Das war haarscharf da hinten. Wir atmen noch. Das Glück hatten nicht alle. Hauptsache, dir geht es gut. Müssen wir reden? Worüber? Über uns. Ich muss wissen, wie es zwischen uns steht, wenn ich heute sterbe. Ja, wenn ich sterbe, will ich wissen, wo wir stehen. Ja, komm, Digga, du hast dem anderen auch einen Korb gegeben, dann kannst du... Für uns gibt es eine Zukunft. Nee. Eric, ist es schon ein Jahr aus. Die Liebesgeschichte. Rachel. Okay. Die muss bleiben. Liebst du mich? Es geht jetzt weiter. Mein Marine hat ein Herz. Der Letzte, der das gesagt hat, der ist gestorben. Antworte. Für sie. Ja. Tu ich. Oh, endlich. Ich liebe dich. Oh. Ich brauche 2 Charaktere, um das hinzukriegen. Oh, ja. Sehr gut. Ich will dich nicht verlieren. Jetzt nicht. Nein. Und nie mehr. Aber vorhin war schon drin, dass ich dich verlieren möchte, weil ich war mir nicht sicher, was jetzt mit uns beiden ist. Es ist Jason. Er lebt noch. Jason Derulo. Wir sollten los. Suchen wir Jason. Komm, Baby. Tja, die fahren noch tiefer nach unten. Ja. 3420 Fuß. Das sieht doch richtig sympathisch aus, wie die Bienenbaum. Das sind die Biowaffen, ne? Ich habe schon viel krankes Zeug gesehen. Aber das hier schlägt alles. Sie scheinen uns nicht zu folgen. Willst du auf sie warten, oder... Du musst kein Klugscheißer sein. Gehen wir. Naja, vielleicht werden die hier gelagert, aber die sind ja nicht der Ursprung. Also das sind doch keine Biowaffen von Saddam Hussein. Nee, die gibt's ja schon viel länger. Ne?
aber. Ja, hier ist ein Buch. Mal gucken, was da drin steht. Was ist denn mit meinem Charakter los? Ich wollte hier wieder einsteigen und dich alleine hier lassen jetzt. Was hast du denn da gefunden? Ein Buch. Es kam zum Krieg. Unrettungsscheine waren an seinem Prüfling. Dann gib mal rüber hier das Büchlein. Das schaue ich mir noch mal genauer an. Aha. Dann schlag mal auf. Das sieht richtig gruselig aus hier irgendwie. Also gruselig in der Form, ich will da nicht zwingend lang gehen. Ich habe aber einen Stock. Eine Eisenstange. Und du hast auch eine Taschenlampe, mit der man weit. Nee, ich habe nur ein Feuerzeug. Ah, ich weiß. Das ist viel besser als eine Taschenlampe. Was ist das hier? Ich könnte dir ja eine abgeben. Eine am Kopf. Oh, das habe ich nicht gesehen. Ein Kokon. Oh. Dinger kommen wohl von hier. Riecht nach Formaldehyd. Seit wann bist du denn Wissenschaftler? Lernt ihr Amerikaner nichts in der Schule? Wir sollten da wegbleiben. Formaldehyd? Ist das nicht leicht entzündbar? Ich weiß nicht, was das ist. Sagt mir nichts. Das ist eine Chemikalie oder eine chemikalische Zusammensetzung. Ich glaube, Formaldehyd. Dann ist ja gut, wenn ich mit dem Feuerzeug hier rumlaufe. Das. Ich glaube. Warte, ey, Digga, warte mal, da sind wir jetzt mal hier richtig klugscheiße. Damit wir hier. Da gucken wir mal ganz kurz. Formaldehyd, synthetischer Name, ist eine organisch-chemische Verbindung mit der Summenformel. Der Stoff der Aldehyde hat durch ein Gas mit einem stechenden Wirkung. Ja, das ist so. Das ist ein Gefahrenstoffzeichen auf jeden Fall. Hier alles zu biologisch, also zu chemielastig. In der Natur kommt Formaldehyd als Oxidationsprodukt von Terpenen, was heißt das, weiß ich nicht, sowie als Stoffwechselprodukt von Bakterien vor. Die Substrate mit einer Kohlenstoffatomen, Methanol, Methan und das heißt menschliche Stoffwechsel. Naja, hat uns nicht so viel weitergebracht, muss ich sagen. Nee, okay. Das stimmt. Es hatte auf jeden Fall einen stechenden Geruch. Und hier sind auf jeden Fall einige Kokons, wenn man das jetzt hier mal so sieht. Mhm. Schon wieder ein Buch, das liegt hier einfach so rum, oder was? Oh, es gehörte Randolph Hodgson. Vielleicht erfahren wir sowas Nützliches. Guck mal. Bei mir. Nee, ich kann gerade nicht. Ich guck das Buch an. Oh, alle Seiten rausgerissen. Da fehlt so ein Zombie. Ein Zombie hast du? Mhm. Und hier ist ein. Ist das ein Kompass? Ja. Eine Stoppuhr. Harry Hodge. Seine Frau sein. Ist nicht gut ausgegangen. Was? Nimm ich die Uhr nicht einfach mit. Ich darf nicht so enden. Weil du. Weiß ich nicht.
Du willst alles genauso hier beibehalten für den nächsten. Das ist mir. Hier ist noch eine blutverschmierte Notiz. Mary Hodgson? Seine Frau vielleicht? Wäre das auch wahr. Sie hätten im guten alten England bleiben sollen. Ja, das war doch so auch eine, die infiziert war. Wenn wir mal das Buch hier sehen, wo ist das Buch? Da sind alle Seiten rausgerissen. Alle Seiten? Alle, ja. Geiles das gehörte Randolph Hodgson. Den haben wir doch schon mal wieder gesehen. Das habe ich doch schon gesagt. Ihm half's nicht. Hier sind alle Seiten raus. Alle? Alle. Okay, dann guck ich auch nochmal. Das ist ein geiles Buch. Sieht aus, als ob das meine Tochter in der Hand gehabt hätte. Alles aufgegessen. Oh, hier ist was. Na, hier geht's weiter wahrscheinlich. Da klettern wir mal. Räuberleiter. Da kommt die nicht alleine hoch. Nee. Ja, weiß ich bin, was sind wir, Marines? Und der kommt da nicht hoch. Junge. Das sieht aber richtig schlecht animiert aus hier links, die Dinger. Ja. Das sieht aus wie bei Borderlands. Oder? Guck mal. Oder ja, ja, die sehen scheiße aus. Das sieht aber echt nicht gut aus. Oha. Aliens. Na klar. Alien-Technologie. Gedreht, ja, genau. Hin, Makanda. Ja, gleiche Frage. Ja. Ja, doch, das ist das hier. Das sind die Aliens. Ja, das sieht nach Alien-Technologie aus. Gleich kommen Ex-Menschen. Abgestürztes Raumschiff. Wie groß ist das denn? Das ist ein größeres Raumschiff. Siehst du, das ist mit den Ex-Menschen, weil da gibt es ja auch diese Welt in der Welt. Ja, ja, nee, das macht Sinn. Das stimmt. Was ist diese Hölle? Ist das wirklich echt? Spielbasiert auf wahrer Begebenheit. Gleiches E.T. da. Oder die Turtles. Wir werden gerichtet. Gott bestraft uns für alle Fehler, die wir je gemacht haben. Wir sterben so traurig hier aus. Dann sehe ich meinen Sohn nie wieder. Kann ihm nie mehr sagen, was ich für ihn empfinde. Ist dein Gewissen rein, Jason? Die grüne Zone. Der Checkpoint. Welcher Checkpoint? Nick und ich wurden aufgehalten. Am Checkpoint hatte es schon mehrere Anschläge gegeben. Da war eine Frau. Sie hatte eine Tasche. Fuck. Red weiter. Ich sagte, sie soll stehen bleiben. Aber das tat sie nicht. Sie ging weiter. Ich musste was tun. Nick hat sie erschossen. Was war in der Tasche? Einkäufe. Verstehe ich nicht. Warum ist sie nicht stehen geblieben? Hat nichts gehört. Sie hatte Kopfhörer auf. Das ist Schwachsinn. Ich will hier keine Toten ehren. Mein Leben war komplett am Arsch. Ich wollte hier unbedingt dabei sein.
Jeder hat seine Gründe, tiefgründig oder nicht. Tiefgründig, ja? Als die Türme fielen, war ich völlig bekifft, Mann. Ich habe erst eine Woche später davon erfahren. Tiefgründig genug? Ich weiß nicht mal, was zur Hölle ich hier mache. Ja, du dienst immer Zeit für Dialoge in diesem Spiel. Ja. Oh, hatte Familie. Sonst, was gab's bei dir, Weihnachten? Freunde. Und ihr ganzes Leben vor sich. Wir haben es mit einer Kugel beendet. Ja, und ich habe jetzt nur noch Hunger. Fuck, warte mal, ich habe im Rucksack noch was. Ein paar Haschkekse. Dann seid ihr süchtig, aber hart. Bild mir das auch alles hin. Wir warten darauf, dass was passiert. Vielleicht sollten wir selbst dafür sorgen, dass etwas passiert. Was schwebt ihr denn vor? Wir gehen da rein und tun ihnen irgendwie weh. Hey, was auch immer passiert, ich deck dich. Super. Wir zusammen. Es geht nur wir sind jetzt beste Freunde. Ja, und wir haben gerade entschlossen, dass wir auf jeden Fall hier sterben werden, weil wir gar nicht mehr den Ausgang suchen. Wir gehen jetzt da rein und machen Cookie Cookie im Raumschiff. Ja. Ich weiß nicht, es ist 3 Uhr nachts. Spielt das eine Rolle? Nö. Halt auf jeden Fall kein Tageslicht. Ja. Feuerwerk. Was ist das? Knallfrösche nennt man sowas. Oh, hier, guck mal, da ist einer. Mhm. Ich guck doch genau hin. Siehst du, richtiger Gargoyle. Ja, das kann man nicht erkennen. Ne? Er geht gerade daran vorbei, guckt sogar noch hin. Nö, hab ich nicht erkannt. Ja. Erkunde das Unbekannte. Was ist das hier? Guck mal. Von hier kommen diese Viecher wohl her? Scheint so. Fragt sich nur, wo zur Hölle sind sie? Das sind irgendwelche Maschinen. Die saßen hier, als ob sie die Aliens waren. Ach, die saßen hier, als wenn sie die Aliens sind. Stimmt. Vielleicht sind die ja mega schlau eigentlich. Ist vorhin in so ein Loch gefallen. Nee, es waren die Zombies, nicht diese. Überall dieses Moos. Kommt's mir nur so vor? Oder lebt das? Hm. Verstehe ich jetzt nicht. Es ist auch ein bisschen, aber es ist eine wahre Begebenheit auf jeden Fall. Ja. Überall haben die da so ihre privaten Sessel. Sie nicht erschaffen. Nein.
Vielleicht sehen wir das von der falschen Seite. Was soll das denn heißen? Oh, jetzt geht's endlich mal wieder los hier. Oder ist das so eine Statue? Wahnsinn. Bleib bei mir. Ich geh nirgendwo. Was machst du denn da? Ich hab da was gefunden. Salim, sieh mal hier. Salim. Klingt wie Musik. Da wo ich herkomme, wäre das keine Musik. Okay, vielleicht nicht Musik. Eine Sprache. Vielleicht. Ja, legen wir mal lieber den Eis. Du hast die Mistviecher gesehen. Die sind nicht sehr gesprächig. Wir haben das Gespräch aber auch nicht gesucht. Sie mich unterschätzen. Sieh dich nur um. Vielleicht sollten wir sie einfach mal ansprechen. Ich raff immer noch nicht, was das hier sein soll. Und was jetzt hier? Hier geht's bestimmt lang. Nach unten. Ich gehe mal nach unten. Warte, die Folge beenden wir jetzt gleich erstmal. Ah, okay. Bevor jetzt hier gleich wieder eine 20-Minuten-Cutscene kommt. Ich glaube, wir haben diese Ebene hier auch vollständig abgesucht. Ja. Glaube ich zumindest. Der Weg ins Grüne. Ja, und dann, wo bist du denn? Ich bin schon runtergeklettert. Ach so. Schwer zu sagen. Ja, bleib mal oben. Nicht, ja, ich bleib oben. Okay, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Also wieder einschalten, es bleibt spannend. Bis dahin. Ciao. Tschüss.